Eigentlich will Julie Briskman nur ein bisschen Fahrrad fahren. Als dann jedoch plötzlich die Autokolonne von US-Präsident Donald Trump an ihr vorbeifährt, nimmt der Ausflug eine bizarre Wendung. Die 50-jährige Demokratin reckt ganz spontan den Arm in die Luft und zeigt dem vorbeifahrenden US-Präsidenten den sogenannten Stinkefinger, also den Mittelfinger. Das war ein großer Fehler für Mutter von zwei Kindern. Genau wegen dieser Aktion ist die Marketingmanagerin eines Bauunternehmens jetzt ihren Job los. Ich dachte daran, dass junge Einwanderer aus dem Land geschmissen werden, nur ein Drittel von Puerto Rico Strom hat und der Typ spielt schon wieder Golf. Mich machen die Entwicklungen in unserem Land richtig wütend. Ich habe einfach die Möglichkeit ergriffen, meine Meinung auszudrücken. Ich würde es wieder tun, sagte Briskman gegenüber der US-Zeitung Huffington Post. Berichten zufolge salutiert die 50-Jährige noch mehrere Male mit dem Mittelfinger vor Trumps Auto und fährt danach weiter, nicht ahnend, dass ein Pressefotograf die ganze Situation dokumentiert hat. Das Foto verbreitet sich wie ein Lauffeuer in den sozialen Medien. Und die Fahrradfahrerin macht das Bild sogar zu ihrem Profilfoto bei Facebook und Twitter. Jetzt ist die alleinerziehende zweifache Mutter arbeitslos. Sie hat sich aber schon mit der US-amerikanischen Bürgerrechtsorganisation ACLU in Verbindung gesetzt.